Lass uns das mal ausprobieren. Gerne. Bin gespannt. Auf geht's. Jetzt weiß ich gar nicht. Sagt Obel Adam oder sagt Obel Adam? Ich glaube, die sagen Adam. Müssten sie ja noch eine Eva rausbringen. Eigentlich schon, ja. So, die ersten Eindrücke, Peter, so jetzt vom Schalten, Gas geben. Er nimmt sehr direkt das Gas an, kann ich nicht anders sagen. Also für einen Turbomotor ist das echt geil. Mhm. Ich gebe gerade übrigens Vollgas, ne? Im vierten okay. Gang. Okay, ja, auch sehr entspannt. Ja. Sehr cool. Also dieses Auto kann jeder fahren, ne? Auf jeden Fall. Lässt sich schwer was provozieren. Also. Genau, der ist so gutmütig. Ja. Schönes großes Display. Lass mal eben ausprobieren, ob das auch so schnell geht, wie man das von Opel jetzt gewohnt ist. Ja doch, der reagiert sehr schnell, das ist schon mal gut für ein Touchscreen. Ja, ja. Ist ja nicht mal selbstverständlich. Ne? Manche Touchscreens, die brauchen eine Weile. Ja. Der Wagen, so wie er jetzt hier ist, ein Testwagenpreis von 22.000. Das ist schon irre. Ja. Ich meine, der ist wahrscheinlich auch voll, ne? Außer ein Glasdach würde mir jetzt hier ja, nichts fehlen. Viel dürfte hier nicht mehr reingehen. Ja. Ich bin absolut erstaunt, was Opel hier auf die Beine gestellt hat. Ein tolles Auto, ein toller Kleinwagen für viele Zielgruppen, würde ich sagen. Vor allen Dingen für Junge natürlich, Singles. Opel hat den Mief vergangener Jahre mit diesem Fahrzeug, mit dem Adam ausgetrieben. Absolut.